Lasse Lührs, Triathlet und Teil des Bitburger 0,0 Athletenteams. In meinem Ort gibt es einen kleinen Triathlonverein und da bin ich dann beigetreten, schon mit 10 Jahren ungefähr. Und ja, das hat mir dann so gut gefallen dort das Training, dass es immer weiter ging und ich bin bis jetzt dabei geblieben. Triathlon für mich ist Leidenschaft. Beim Triathlon gibt es 3 Disziplinen, aber es ist schwierig zu sagen, welche davon meine Lieblingsdisziplin ist. Das kommt bei mir immer so ein bisschen auf die Form drauf an. Mich jeden Morgen auf neue zu motivieren, fällt mir größtenteils leicht. Es gibt natürlich auch schwarze Tage bei mir, wo ich nicht gut aus dem Bett komme, aber im Großen und Ganzen freue ich mich jeden Tag wieder aufs Training. Beim Radfahren am Tag fahre ich so circa zwischen 50 und 120 Kilometer. Schwimmen ist einfach ein tolles Gefühl, sich im Wasser zu bewegen, versuchen möglichst schnell voranzukommen im Wasser. Hier kann man wunderbar trainieren. Wir haben hier eine super Schwimmhalle. Obwohl wir in einer Gruppe trainieren und man nie alleine ist, ist man nichtsdestotrotz auf sich allein gestellt manchmal. Immer wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich hier in Bonn. Meine Freundin wohnt hier und dadurch bin ich dann meistens hier zu Besuch. Ist es auch manchmal so, dass mir andere Gedanken in den Kopf kommen, aber nichtsdestotrotz würde ich mich als einen Athleten bezeichnen, der sich sehr gut auf eine Sache fokussiert, also sowohl im Training und vor allem im Wettkampf. Bei mir ist das Talent, denke ich, am größten beim Laufen. Laufen ist einfach toll, sich in der Natur zu bewegen. Ich trainiere jeden Tag hart, versuche alles zu optimieren, was geht und versuche jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Am Ende eines langen Trainingstages freue ich mich einfach auf ein süffiges Bier und am liebsten Bitburger 0,0 alkoholfrei.